Hey ho, Freunde, willkommen zu einer neuen Folge Greedfall. Wir sind immer noch in dem Lager hier. Und müssen jetzt zum einen einen Hauptmann um die Ecke bringen. Das wäre hier, Hauptmann Rolf. Ja, wir bringen nicht um die Ecke, aber wir nehmen den fest. Was eventuell auch selber hinausläuft. Mal gucken. Und rette Rekrut Wilhelm vor seiner nächtlichen Strafe. Genau das würde ich jetzt als erstes gerne angehen. Erstmal den Bubi retten und dann schauen wir mal weiter. So, es wird ja jetzt irgendwo hier sein, ne? Despite what Wilhelm told me, I wasn't expecting this. He's getting destroyed. They'll kill him. We can't let them get away with it. Ja, lass mich runter hier. Nicht veräppeln? So. Hier muss ich lang, oder was? Das ist denn auf einmal so hakelig hier. We won't let you kill this boy like you killed Rayner. Soldiers, do you realize what you're doing? Captain? But... You shouldn't be here. Okay, ich glaube, wir versuchen es erstmal mit Reden. You won't get away with it. Tams! So, über den Brief reden. Charisma an ihre Vernunft zu appellieren. 50-50 Chance. Versuchen wir's. When my Master of Arms was in the guard, he always repeated, fight with honor. What honor is there in lynching one of your own when he's defenseless? What honor is there in being forced to kill one another the moment one of you refuses to toe the line? None. We followed orders. Nothing more. You've been manipulated. But it's not too late to refuse all of this, to act with honor. You're right, Captain. It's over, Lieutenant. We will no longer beat our own. Imbeciles. Traitors. May the Enlightened protect me in this battle. Hey, wer ist jetzt auf wessen Seite hier? Ich versteh's grad nicht. Will you be all right? I'm wounded, but I'll survive. Haben wir sie jetzt einfach weggesnackt hier? Ne? I'm eternally grateful. Rip Oprah. We'll help you get home. We owe you that at least. I'm counting on you to bring him back to the camp in one piece. Yes, Captain. Well then, let's go. We can't let that vermin Rolf escape us. Okay, dann holen wir jetzt Rolf. Let's hope that Rolf didn't hear the sounds of combat. Surprise is our best ally. You're right. Let's try to approach discreetly. Nächster, discreetly. Wir rumpeln da jetzt rein und knüppeln alles nieder. So eine Nummer wird das hier. Wollte ich hier hin? Ich glaube irgendwie nicht. Wo haben wir denn hier so einen Zugang? Da, der ist doch hier drin, oder? Wo bist du gerade? Oh Mann, ey, was für eine... Stehen die im Weg? Warte mal, das ist, der ist gar nicht hier drin, ne? Nee, der ist auf der anderen Seite von dem Gebäude irgendwo. Der ist nicht hier. Ja, hier unten irgendwo.
So, okay. Deswegen war gesagt worden, schleichen. Kann ich hier nicht runterspringen oder was? Boah, das ist behämmert. So. Okay, das Ding ist ganz cool, aber da fehlt mir einmal Ausdauer. Kann ich zumindest noch nicht selber tragen. Dann gucken wir mal da oben noch bei dem. Oder bei dem hier. Ich schnall's nicht. Wo ist dieser Typ? Der ist hier rechts in den Palisaden. Aber wie komme ich da hin? Von hier ja offensichtlich nicht. Gibt's da einen Zugang? Nein. Mann, nervt das gerade. Dann bleibt man überall hängen. Hier aufs kleinste Hindernis kann man nicht runterspringen. Junge, 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 ey. Zeitweise ist das Spiel echt schwierig. So, da ist eine Tür, da muss ich rein. It's blocked. It's blocked. Boah, ich könnte kotzen, ey. Dahinter sehe ich ihn schon. Aber wie komme ich da hin, Mensch? Muss ich jetzt hier durch oder was? Nee. Natürlich auch nicht. Ja, keine Ahnung, was mache ich denn bei einer verdammten geblockten Tür? Ich schnall das nicht. Da kommt man auch wieder nicht rüber. Boah, das ist nervig gerade. Was machen die jetzt für ein scheiß Geheimnis da draus, dass ich da zu dem komme? Was in drei Teufelsnamen? Okay, also hier klettern muss man, oder was? Wow, tolle Anlage. Cool. Okay, da... Da gibt's jetzt ein bisschen was zu tun, würde ich sagen. Na dann. Stop! Soldiers, are you really going to obey? Und jetzt kommt noch eine. Oh Mann, ey. Do I need to remind you of the guard's motto? Where is your honor? I won't repeat myself, recruits. Execute these traitors. Soldiers, listen to your captain. You are the victims of these monsters, and we are here to save you. We surrendered without resistance, to avoid a fight, and to save you. Okay, jetzt will er versuchen, die auch noch durch Laberei irgendwie zu überzeugen. We have orders, and we know what will happen to us if we don't obey. Enough! To arms! Attack! Enough. So, Charisma. Ist hier so meh. 25%, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht so sonderlich hoch. Man könnte mal gucken, hier Wilhelms Rettung erwähnen vielleicht. Vielleicht hilft das. It could have been any of you. Lies.
Only the weak fall. So we must prove that we aren't among them. Nonsense. I've seen more combat than any of you, and I've seen hundreds of soldiers die. Weak or not, I've seen this kind of camp before, full of torture and sadistic officers. I thought it was a thing of the past, but I was wrong. So help me make sure this camp really is the last of them. You're right, Captain. If we don't put down our weapons, this will never end. Congratulations, Lieutenant. You've trained cowards. Their training wasn't finished, Captain. And the speeches were so convincing. Silence! Where is this second squadron? Should have been here a long time ago. They're not coming, Rolf. They surrendered too. It would appear that your training methods aren't very effective. Now that you no longer have lackeys to send after us, Rolf, you'll have to get your own hands dirty. I've dreamt of shutting that big mouth of yours up for so long. So, auf geht's. Ausweichen will ich. Bam. So, easy. Okay, Phantomlager Kellerschlüssel haben wir bekommen. Das heißt, im Keller muss es noch irgendwas Cooles geben. Mal gucken, was ist jetzt so. Sprich mit Admiralin Cabral über die Ruinen, finde das Expeditionsleiter der Gelehrten. Ja, das sind ja andere Aufgaben, ne? Komplett. So, was ist denn jetzt mit dieser Questreihe hier gerade? Okay, warte bis Kurt Informationen über das von beschafft hat. Fortschritte in der Hauptquest. Das war ja alt, oder? Komisch. Mich wundert jetzt, dass ich gerade keine Aufgabe hier aktiv angezeigt krieg. Oder kommt das jetzt? Oh Mann, ey. Yes, I'll be fine. I'm just glad to know that this camp won't kill anyone else. What about you, Wilhelm? Thank you for saving my life. Without you... I hope you can forget all about this. This is not what the Guard is about. I don't know if you'll be able to forgive us, Wilhelm. I've been in your shoes on other nights. You didn't have the choice. While we wait for this camp to close for good, you'll be under Wilhelm's command. You'll soon receive your transfer orders. At your orders, Captain. Glad it's you, Wilhelm. You'll stay here for now. I'll send men I trust to come get you soon. What do you want us to do? I'll need backup if I really want to put an end to all of this. We must go see Major Sieglinder in New Serene. I need to tell her what was going on here. Are you sure she wasn't involved? Her? Never. She's old school. She already held the commander at a distance because she didn't like the direction the guard was headed. He would have sacked her, or worse, if she didn't have so much support within the guard. I should have listened to her. There's no use brooding over the past. Let's go. We'll go and see her immediately. Sieglinder, I need to talk to you. What's the matter, Kurt? We've just returned from a training camp. A secret camp. Where elite soldiers are trained. Through terror, humiliation, and torture. Don't tell me that. Yes. One of my recruits died, and he wasn't the only one. It is designed to create a regiment of assassins. I am sorry, Kurt. I knew something was wrong, but I never would have thought it'd go that far. We put an end to it all. We had to. But Torsten allowed it, even encouraged it. I told you that the commander's ambition would end up leading us astray from the ideals of the guard. And that we would pay the price for it. Yes. At the time, I told you were exaggerating.
that he had his reasons. What are you gonna do? I'm going to speak out, Sieglinde, and reveal the commander's project to the governor of the congregation. If I were as close to him and his family as you are, I would have done so a long time ago. I know. I feel so stupid for not having understood Torsten's scheme until now. You've always been a loyal person, Kurt. And too many loyalties are sometimes hard to reconcile. But Torsten betrayed us all. I'm counting on you to make him pay for it. Believe me, he won't get away with it. Goodbye, Sieglinde. Goodbye, Kurt. My men and I stand with you. Levelaufstieg. Ich würde sagen, das war's dann erstmal mit dieser Questreihe, oder? Ja. Okay, das sind die Haupt-Westies hier. Ich könnte mir vorstellen, das dann gleich anzugehen, aber jetzt gucke ich mal eben, wo ich meine Points reinstecke. Hier bin ich ja bei Kraft gewesen zuletzt. Beweglichkeit und Ausdauer. Gewisse Sachen. Warte mal. 220 Schaden. Da braucht man irgendwie nur Kraft für und auch nur die erste Stufe bisher. Beweglichkeit ist für die eine oder andere Waffe scheinbar noch ganz cool. Da habe ich im Übrigen auch noch einen Ring bekommen. Ah, mentale Kraft 3 braucht man dafür. Kann ich ihn jetzt hier bestätigen? Habe ich das nicht schon hier? Das ist doch schon so hell. Bin mir irgendwie unsicher. Ich habe ja die schweren Waffen, da brauche ich eigentlich immer nur Kraft für. Dann hatte ich gesagt, als Zweitwaffe, was soll ich dann noch ein Schlaginstrument nehmen? Da könnte man ja wirklich eher auf Ring gehen. Und da scheint mentale Kraft irgendwie wichtiger zu sein. Dann lass doch darauf jetzt gehen. Um die besten Ringe zu tragen, genau. Um die besten Amulette und Halsketten zu tragen. Die besten Schusswaffen zu tragen. Okay, ist natürlich... Schusswaffe wäre natürlich auch fetzig irgendwie. Um die schwersten Rüstungen zu tragen, braucht man Ausdauer.
Okay, das wäre natürlich auch gut, ne? Muss ich jetzt mal so sagen. Dann gehe ich nämlich da drauf jetzt. Okay, dann habe ich hier noch 3 Punkte. Hm. Wo waren wir denn da so verblieben? Schwere Einhandwaffen habe ich schon alles. Da bin ich hier hoch. Schwere Zweihandwaffen. Da habe ich auch alles. Irgend so ein Wutschrei. Da braucht man direkt 3 Punkte. Wollen wir denn zuletzt dran? Magiering. Einhandklingenwaffen, ja, nee, das ist ja eine komplett andere Waffe. Das ist das. Hier bin ich schon Richtung Ringe gegangen. Was soll ich dann jetzt? Schusswaffen? Blitzschritt. Ermöglicht die sofortige Bewegung, wenn schnell ein zweites Mal ausgewichen wird. Kann nur mit göttlicher Magiering eingesetzt werden. Und da Schild des Erleuchteten. Erhöht die physische Rüstung und stellt sie während der Effektdauer kontinuierlich wieder her. Das hört sich eigentlich noch gut an. So, nehmen wir das jetzt. Gut. Okay, Blick auf die Karte. Die Admiralin, wo finde ich die denn? Oh Mann, wie komme ich überhaupt wieder raus? Ich schnell gerade gar nichts mehr. Wo ist denn jetzt dieser Marker? Wo zur Hölle muss ich denn jetzt hier hin? Also das ist doch hier in der Stadt. So. Warum sehe ich das denn jetzt nicht auf der Karte hier? Warum ist denn hier nichts? Oder warum wird mir nicht angezeigt, wo ich hin muss? Das ist auf jeden Fall in der Richtung. Ich kapiere das hier teilweise nicht, ey. Komisches Spiel an der einen oder anderen Stelle. Ich laufe einfach stur in die Richtung. Naja, soweit wie es geht zumindest. Oh, komm schon. Kann ich hier hoch? Nö. Naja. Dann muss ich mich hier irgendwie durchwursteln. Ah, da läuft sie doch. Da läuft sie, die werde ich jetzt gleich ansprechen, die Admiralin. Aber gleich bedeutet nicht mehr in dieser Folge, denn die hat ihr zeitliches Ende schon wieder erreicht. Die Admiralin, die sprechen wir zu Beginn der nächsten Folge an.
Und dann schauen wir mal, wohin uns die Quest-Reihe weiterführt. Wer mit dabei sein möchte, der ist einfach nächstes Mal mit dabei. Richtig toller Satz. Für heute sage ich danke fürs Zuschauen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.